Willkommen zurück bei Empyrean Galactic Survival mit China Tiger, Seuchmarine und Ossel. Der stille Begleiter der oder stille, die komische Stimme, die euch... Der laute Begleiter, der nicht körperlich nicht anwesende Begleiter. Ja, das müssen wir noch dringend irgendwie ändern. China? China? Hm? In welche Richtung oder welche Himmelsrichtung hast du bei dir oben? Wenn ich in die Richtung, wo ich gerade gucke, ist das Westen. Ja, okay, bei mir ist es Süden. Dann muss ich tatsächlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist echt. Wir müssen eh solche folgen, weil ich habe auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Nur ich muss jetzt halt immer mit Himmelsrichtungen tauschen. Ja, immer umrechnen um 90 Grad. Seid ihr hinter Mathematik? 90 Grad nach rechts, also im Uhrzeigersinn bin ich bei mir. Oder ich quasi immer das, was bei mir rechts steht, in die Richtung fliege ich. Ist noch viel einfacher. So, wo? So. Der fliegende Kasten folgt dir solche. Ja, ich muss ja auch erstmal drehen, aber jetzt bin ich da. Okay. Jetzt aber auch schöne Informationen, ne? Dazu müssten wir dafür sorgen, dass wir alle gleich schnell fliegen. Und das. Ja, okay, die werden wahrscheinlich unterschiedliche Tempos, Motoren haben. Ich habe noch nicht die neuen Schubdüsen angebracht, die China mir gegeben hat. Ich muss mal kurz aber auf ich die Karte. Recht gleich schnell wieder Bomber. Und an der World Border jetzt entlang. Also ich glaube, ich bin etwas schneller als der Bomber. Nicht viel, aber... Oh, der Bomber steht. Ja, der Bomber steht kurz. Das kann er noch nicht machen. Ich habe doch so ein großes, so eine große Sichtblockade vor mir. Sollst du nicht das Cockpit zubauen? Sollst du nicht das Cockpit zubauen? Ich fliege mit Außenansicht. Achso. Ja, das fand ich letztes Mal komisch mit der Außenansicht fliegen. Das ja, ich fliege jetzt gerade mit der Außenansicht. Ja, weil ich beim Cockpit, die Hälfte des Bildschirms ist bei mir zu. Ja. Cockpit. Ich werde vermutlich mal das Cockpit austauschen müssen. Nein, das ist die Akku. Achso, die hatten wir ja schon abgefrühstückt. Geh nochmal auf die Karte. Ja, also in der Trading-Station wird in der aktuellen Beta auch was los sein. Das ist schön, weil es war ein bisschen... Das Fortress haben wir schon gekillt. Inklusive Händler. Cool. Wo man unterschiedliche Sachen kaufen kann. Stimmt, und die NPCs für die Händler, die gibt es jetzt wohl auch schon. Die stehen da wohl schon, aber sie handeln wohl noch nicht. In der aktuellsten Version, die seit gestern, glaube ich, vorhanden seit gestern, ist, soll sie auch aktiv sein. Ja, mein Stand ist halt von einem Kommentar, der noch ein bisschen älter ist. Grüne Wand. Oh, er ist weg. Durch die grüne Wand durch, dann zieht er mich gleich wieder. Interessant, hier sind also irgendwelche Portale. Was ist denn das da drüben? Moment, warte mal kurz. Minigun-Drohne. Das müsste rechts von mir sein. Okay, da haben wir wieder was Neues. Ich muss mal kurz neu ausrichten. Schützt mich mit eurem Leben. Okay. Hast du sie vernichtet? Ja. Das sind noch ein paar... Ist ja noch irgendwas. Ist hier hinten muss irgendwas Rotes leuchten. Das sehe ich auch. Rotes was Leuchten bedeutet meist was Gutes. Also da solltet ihr unbedingt hinfliegen. Du bist bei mir ganz schön am Zittern, China. Ja, das soll ich bei mir auch. Du tauchst da einfach, also du fliegst ja aber auch, ne? Ganz schön. Wer kann, der kann. Escape Pod. Gut? Ich weiß es nicht. Ist da noch ein anderer Spieler abgestürzt? Was? Jetzt wird euer Server gestürmt. Vernichten. Ich hab das Ding im Fadenkreuz. Wenn irgendwas ich ist, sag Bescheid. Wir schießen sofort. Gleich kommen Raketen von Boom und solche überall durch die ganze Welt. Ich hab zum Glück bloß Minigun. Das leuchtet bloß rot. Was ist das? Rotes Licht, was macht es? Es leuchtet rot. Ich meine mich zu entsinnen, wenn man so eine der ersten Folgen anguckt, da hatte, glaube ich, Jollum irgendwas gesagt von wegen, da ist ein Russe auf dem Server. Das könnte sein Escape-Pod sein. Könnte aber auch Discord gewesen sein. Was da aufgeploppt hatte, weil irgendwie ein Chat... Da sieht man sie schon. Was ist das da? Ich glaube, wir müssen erstmal die Geschütze ausschalten. Ich weiß aber nicht, ob das Ding hier welche hat. Da ist die Mine.
glaube, die Mine hatte keine, aber die andere Basis am Hintergrund macht mir dann schon eher Sorgen. Ah, die tun nichts. Die hat mich nicht beschossen. Die sehen uns ja nicht. So, hier mal runter. China, soll ich nochmal das Space Engineers Landung nachstellen? Nein. Aber nicht bei meinem Raumschiff, sonst schieße ich auch. Ja, und damit endet das Let's Play dann. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube nicht, dass es dann ein nächstes Mal geben wird. Bei der nächsten. Wieso rutsche ich? Rutsch dich, du bist noch nicht gelandet. Runter. Geh runter. Eben war ich gelandet. Nee. Da waren noch ein paar Zentimeter. Der will doch nur die Abwrackprämie kassieren. Jetzt machen wir den Laden mal auf hier. Das macht doch keine Werbung, Belly. Deutsche Fraktion oder kein Kern? Ja, ja. Weil ich habe momentan keine Nahrung mit. Was? Und auch keine Medizin. Oh, ich könnte mal was essen. Mal, hier wäre ein Landepad gewesen. Aber hier sind ja Kisten zum Aufmachen. Ja. Da nähert sich auch eine Drohne. Weißt du noch, was für Gifte hier wirklich waren? Alle. Schießt sie sich gerade selber ab? Keine Ahnung. Plündern wir erstmal die Kisten da heraus und dann muss ich sowieso schon wieder ans Flugzeug und das Ganze abgeben. Jo. Ihr könnt ja bei mir rein. So ein Multiwerkzeug T1 kann ich auch gleich da lassen, oder? Das ist ja. Ja. Kann man ja nicht zerlegen. Leider. Der Treibstofftank ist auch alle. Das fände ich nochmal praktisch, wenn man sowas zerlegen könnte, Werkzeuge und Waffen. Ja, man kann sie zerstören. Verkaufen. Okay. Du hast unten links im Inventar vernichten. Ich kann sie auch hier drin liegen lassen. Ich habe es jetzt rausgenommen und vernichtet, weil sobald wir die Dinger abzerlegen, dann werden sie gedroppt. Hm. Ja, aber ich meinte, dass man sie, weiß nicht, dann irgendwie nochmal ein Eisen oder so zerlegen könnte. Das ja schon. Das geht in Space Engineers. Ja, eben. Ich weiß. Aber jetzt müsste mir jeder hier schon dreimal überall dran gewesen sein. Ich glaube, Jollum ist der Einzige, der noch nicht in dieser Basis drin war. Jollum wird ein blaues Wunder erleben. Ist so alles friedlich hier. Noch. Jollum, du sagst uns, welchen Weg du gehen möchtest. Wir haben hier zwei Eingänge. Ja, wir lassen die Kamera laufen und gehen dann. Genau, wir gehen jetzt hier rein. Hier sind X auf dem Boden. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, da liegen immer die Schätze. Ja, eben. Lass uns graben. Angraben oder graben? Schön vorsichtig, Leute. Mich irritiert noch ein bisschen, dass man mit der Minigun halt nicht ranzoomen kann zum Zielen. Aber ich höre noch ein Fiepen. Ich weiß nicht, ob das Fiepen von hier aktuell ist. Hier geht's auch gar nicht. Warte, da ist eine Tür. Doch, kann sein, da sind Türen. Aber ja, es sind hier auch erstmal Frachtboxen, oder sollen wir die erstmal so lassen und dann plündern? Wie ist eins? Weil ich glaube, wir bauen hier sowieso ab wie die Weltmeister, oder? Ja, ja. Dann würde ich sagen, lassen wir es, außer es ist irgendwie Munition oder sonstiges interessantes Zeug drin. Hier ist schon alles leer. Die Tür habe ich beim ersten Mal übersehen. Das sind mehrere. Da ist nichts los. Da leuchtet. S3. Achtung. Fertig. Leckeres Interieur. Da ist hier ist auch nichts. Da sind zwei Waffen drin. Okay.
Das ist wie beim zweiten Alien-Film. Erst ist alles so ruhig, ne? Ich wollte gerade sagen, also bisher so, oh, alles voll schlimm hier und Ja, warte mal ab. Du kennst das Ding also auch, ja? Ja, ja, ich war da schon ein, zwei Mal drin. Zum Glück waren wir da auch zu zweit. Also ich musste alleine dreimal rein. Lag auch mit daran, dass ich wenig Heilmittel hatte. Das ist ungünstig. Immer die Pflaster mitnehmen. Die ja, das war im Endeffekt so die zweite Struktur, die ich gefunden habe. Achtung. Machen wir die Tür auf. Man muss auch mal Pech haben wollen, China. Ja. Nachladen. Aua. Das war natürlich wieder klar. Ich werde nicht beschossen, kommt jemand anderes rein. Hier ist auch nichts. Achtung. Ups. Ah, sorry. Irgendwo die ganze Zeit schon. Ich glaube, da muss irgendwer mehr Öl trinken. Nachladen. Verzeihung. Die dicke Wumme ist leer. What? Warum machst du sowas? Hat noch drei andere dabei. Kugeln und O2-Flasche. Ja, bei mir waren so 3-4 Schuss Munition drin. Bei mir 2 Schuss, genau. Also lohnt sich doch schon. Ja. Hier war schon mal nichts. Hier war alles empty. Ach, das war's schon hier? Es geht aber noch abwärts irgendwo. Hatte ich jetzt eigentlich auch erhofft von der Mine. Wo sind wir denn eigentlich hergekommen? Von hier. Ach, da. Ach so. Ja gut, dann das müssen wir den anderen Weg nehmen. Zweite rein. So, also habe ich schon mal die richtige Entscheidung getroffen mit dem Weg. Das war. Ich habe so irgendwie das Gefühl, haben wir unten irgendeine Tür oder so übersehen? Hier? Ich meine unten. Ja, so. Schauen wir mal. Das sind Konstruktoren. Ja, so ein Gefühl. Oh, da ist eine Selbstschussanlage links. Zur Not kann man auch einfach Löcher in den Boden sprengen. Wir haben keinen Sprengstoff mit. Hm. Ja, es geht auch mit den normalen Gewehren. Einfach durchschießen. Das dauert aber. Ja. Ich wollte Sprengstoff herstellen in einem Konstruktor, da war nicht mehr genug Material drin. Und wer will bitte schön, dass die hier alle Sprengstoff bekommen? Aber hier loben sie richtig wie der Zwerg, ne? Einfach Minigun. Warte mal, Minigun, sie hat doch, glaube ich, 8,3 mm. Richtig. Sind zwar bloß ein paar Schuss, aber. Ich glaube, ich habe einen Geheimdeckgang gefunden. Wo? Also den Notbehälter hier nicht. Hier hinten. Jolum. Ich verwechsel dich. Sorry. Oh, ihr seht euch so ähnlich. Da geht's in einen Schacht runter. Vielleicht sollten wir erstmal so gucken. Gibt's hier sonst noch irgendwo eine Tür? Es gab zumindest eine Treppe. Dann nehmen wir die geht nach oben. Da war, glaube ich, nicht mehr viel. Moment, ich muss die Tür aufmachen. Die Tür ist offen. Okay, das sieht alles noch ganz normal aus. Ich glaube, wir müssen tatsächlich in den Schacht rein. Na dann, Zwerge vor. Richtig. Geh mir dem Geruch nach. Minen und Höhlen sind was für Zwerge. Moment. So, dann Glück auf. Wo geht's denn hier hin? Ach, okay. Da, wo wir schon mal drin waren. Es ist sicher. Noch. Willkommen in der Mine. Ach, dieses Fiepen ist ja irgendwie schon ein bisschen anstrengend. Ah. Bist du tot? Scheiß Selbstschussanlagen.
vorne ist schon weg. Oh, nicht rausdrängen. Okay. Aua. Ja, irgendwas schießt da von links. So, schießt nicht mehr. Kriegerechte Albträume. Da hinten ist noch eine, aber die sehe ich nicht. Ja, die kann man auf einfache Art und Weise ausschalten, genau so. Achtung, da ist einer. War einer. Da ist ja noch eine. Aua, aua. Aua, 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 aua. 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 Ich mag es nicht, beschossen zu werden und nicht zu sehen, von wo. Folge den Blutspritzern. Ja. Und sofort, wenn es geht, alle Spawner töten. Wie sehen die denn aus? Das sind so diese Platten auf dem Boden. Ja, okay, da sehen sie ja genau aus. Sorry. Okay, da ist nichts dahinter. Hier schon eh. Oh, da ist ein lila Container. Was ist denn hier? Das sind, glaube ich, die extrem seltenen. Also, aua, warte, ich... Da ist eine Waffe für dich drin, Seuche. Du hast die Plasmakanone, oder? Epi. Oh. Oh. Seuche hat ein neues Spielzeug? Eine epische Plasmakanone. So, Türen, ihr dürft euch jetzt in Acht nehmen. Und sie ist rot. Ii. Rennt mit roten Waffen durch die Gegend. Solche. Oh, wer hat denn einen Jollum, guck mal hier durch. Einfach nur durchgucken durchs Fensterchen. Ja, da ist ein Spawner. Und zwei Peoples. Jetzt gucken wir, dass hier erstmal hier alles sauber ist. Drei Peoples. Es werden mehr. Oh. Die sehen freundlich aus. Ihr solltet ihnen die Hand geben. Ich muss nachladen, ich bin leer. Das Zielen muss ich dringend nochmal üben. Ne, das habe ich dir schon in den Kommentaren gesagt. Ach, da ist der Spawner. Zielen, was ist das? Kommt davon, wenn man zu wenig, wenn man zu wenig Shooter spielt. Ja, ich kann vermutlich noch besser zielen als du. Und das würde schon was sagen. Das Zielen ist das, wofür es dieses extra Wasser gibt. Ah. Das ist toll, ein bisschen Billigwaffen. Oh, ich bin schon mal gespannt, wenn wir hier alles abbauen. Ja, das meiste ist jetzt nicht so interessant. Das macht gar nichts. Einfach so Stahl. Aber, ja, aber reicht aber, ja, brauchen wir ja fürs Capital Vessel. Das reicht für einen halben Todesstern. Ja, Todesstern. Nur den Death Ray, da müsst ihr halt noch gucken, wie ihr den hinkriegt. Achso, ich ist an der Tür. Ah, okay. Ich warte auf die Minigun, dass sie reinhalten. Wo es noch eine Treppe gibt. Was? Eine Treppe, wohin? Na, da links. Oh, haben wir da was übersehen? Oh, da ist ja noch einer. Was? Da ist keiner mehr. Ich sehe keinen. Oh! Ja, wie viel kommen denn da noch? Da oben sind schon ein paar Spawner, so ist nicht. Da ist ein Spawner.
ist jetzt schon irgendjemand von euch schwanger? Da ist ja noch ein Spawner. Nicht, dass ich wüsste. Hat niemand ein lustiges Symbol eingeblendet unten links? Nein, nur Pfeile. Uah! Na, das ist ein gutes Geräusch. Da ist ja noch ein Ohn. Im Fahrstuhl mit so einem Ding unten. Mit dem Ding? Okay, wir sollten erstmal die Ebene klären, nicht dass uns noch was entgegenkommt. Oder in den Rücken fällt. Ach, hier ist nichts mehr, oder wie? Doch, da ist ein Arschloch. Was? Welcher Arschloch? Nein, wirklich, hier. Wo bist du denn solche? Der ist weg. Ich versuche gerade wieder aus dem Arschloch rauszukommen. Hier. Ah ja. Okay. Aber gehen wir erst nach oben, oder? Oben ist eigentlich relativ gut gewesen. Wieso oben? Das war doch eher nach unten, der Fahrstuhl. Achso, ja, eben. Ja, stimmt. Da war nur der Fahrstuhl. Oder ich würde sonst sagen, dass wir erstmal die Tür aufmachen. Oder so, ja. Dass wir die dann erstmal klären. Oder halt den Fahrstuhl runter. Eins von beiden. Boah, jetzt hätte ich mich schon fast wieder erschreckt von diesen Dingern hier. Die tun nichts mehr. Aber da hätte man jetzt ja auch direkt den Spawner da vorne. Da könnte man schon mal ein bisschen aufräumen. Das, ich weiß ja nicht, wo das dann noch wieder hinführt. Oh. Das waren zwei. Ich muss dringend kurz nachladen. Ja, kann ich mal wieder machen. Ich lade etwas häufiger nach. Nicht so häufig wie möglich. Cheetah! Nein! Ja. Nein! Wir warten hier unten auf dich, Tiger. Nicht der Tiger! Ja, ich schicke euch einen Klon hinterher. Oh, ich sollte was essen. Ich hab was dabei. Ja, ich auch. Ich hab dir was aus deinem Kühlschrank geklaut. Aktueller Standort. Oh, die Sonne scheint. Ich leg mich hier oben hin. Nix da. Du kommst hier gefälligst runter. Okay, ich komm zu Tasu Mining nach unten. Du hast ein Kellerkind zu sein. Ich bin kein Zwerg, ich bin ein Tiger. Ein Zwergtiger. Halt hier nach links. Ich weiß gar nicht, wo wir durchgekommen sind, durch irgendeinen Lüftungsschlitz. Hm. Ja, ich kenne den Weg. Ich bin den 3-4 Mal gegangen, keine Sorge. Da ist er ja. Sagt er, er kennt den Weg, er hat sich in seinem eigenen Museum verlaufen. Psst. Indiana Jones. Ich guck mal um die Ecke. Da ist der Fahrstuhl und der geht in die Tiefe. Noch einer in die Tiefe. Yay. Get down. Und hier scheint ein Geheimgang zu sein. Geheimgang hoch. Das riecht doch schon wieder nach Selbstschussanlage hier. Das ist der Auswurf, den du vorhin gefunden hast. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Omen ist, durch eine Tür zu gehen, wo oben Zähne sind. Bedingt. Da kommt was, Jollum. Ja, ja. Die Schweiß. Interessant zur Zeit auch, dass die Sachen erst verschwinden und dann die Explosionsanimation kommt. Der Kern und noch mehr Aliens. Nicht den Tiger angreifen hier. Der muss später noch in den Tank, ne? Richtig. Der Tiger. Jollum, ein Tiger, dreht euch mal um. Och. Hallo. Der winkt uns zu. Oh. Ich komm nicht in den Kern rein. Da ist doch hier deine Mega-Wummel. So, Spawner erledigt. Perfekt. Dürfen wir die behalten als Haustiere?
aber nicht Klo runterspülen. Ich schieße hier alles an, es geht nicht kaputt. Doch, langsam. Ich glaube, das MG bringt gar nichts. Ich fürchte auch. Ja, da haben wir noch circa die Hälfte an Haltbarkeit. Ich habe keine Ladung mehr. 387 von 1000. Okay, Pistole wird nichts bringen. Pulsgewehr wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Warte mal kurz, guck mal drauf. Da tut sich nichts. Hatten wir den Abbaulaser dabei? Ja. Kann also man hier graben? Hier graben? Der Bohrer. Ach, den Bohrer. Ja, Moment. Das sind, glaube ich, ganz normale Blöcke. Oh, aua. Da aua, geht nichts. Was hat denn ich habe keine Ladung. Geschossen? Das ist natürlich... Geht nichts. Was brauchst du für Ladung? Also Bohrerladung wäre das, aber da passiert ja nichts. Da sind zwei. Ja, aber wie gesagt, danke, aber bringt ja nichts. Wir sind bei 387. Ich schaue, ob ich den Boden kaputt krieg. Nö. Sprengstoff wäre gut. Hat denn keiner Sprengstoff dabei? Nein. Nein. Entschuldigung. Wir hatten keinen Sprengstoff in der Basis. Ja, das wird nichts. Das ist nur Munitionsverschwendung wahrscheinlich. Ich schieße auf das Gelbe. Schieß mal auf das Gitter hier. Hatte ich eben gemacht, da hieß es noch, mit MG bringt das gar nichts. Ja, eben hat sich da was geändert gehabt, aber nee. Bleibt bei 383. Oh. Das heißt, wir müssen zurück und Sprengstoff herstellen. Yep. Also bisher fand ich das hier angenehmer als die Alien-Basen. Ja, ihr seid ja auch zu dritt. Das musst du da mal alleine machen. Ja. Oh ja, das ist dann sehr viel Spaß. Das glaube ich. Vor allem, wenn man noch nicht damit rechnet, dass man dieses und jenes Medikament vielleicht gebrauchen könnte. Wir haben alle möglichen dabei. Ja. Ich guck mal im mobilen Konstruktor, was wir herstellen können an Munition. Ja. Oh, mein Raumschiff hat sehr gut Schräglage. Ist das etwa zu einseitig beladen? Nein, es war auf einer Schräge. Ich gucke gerade, vielleicht ist irgendwo Sprengstoff hier drin. Es ist ja schließlich eine Mine. Biokraftstoff haben sie hier. Was gibt's denn da zu lachen? Wortwitz. Was, Mine und Sprengen, oder? Ja, ja. Achso. Okay. So, mobiler Konstruktor, da bist du. Oh, die Folge ist schon wieder so lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Was zur Hölle? Ich bin gerade die Treppe runtergefallen. Tschüss. Du machst Sachen.